Menschen brauchen Strom, Fische brauchen Lebensraum. Je größer und vielfältiger der Lebensraum ist, desto besser kann sich der Artenreichtum entwickeln. Wo Kraftwerke diesen Lebensraum eingeengt haben, wird nun Platz geschaffen. Damit Fische und andere Wasserlebewesen ungestört den Fluss entlang wandern können, werden Fischwanderhilfen gebaut. Beim Donaukraftwerk Altenwart wird eine besonders lange und schöne Fischwanderhilfe errichtet. Mit Unterstützung aus Mitteln des EU-LIFE-Plus-Programmes, der Republik Österreich und des Niederösterreichischen Landesfischereiverbands wird diese Fischwanderhilfe als naturnaher Fluss gebaut. Sie verbindet Renaturierungsprojekte an der Donau und ihren Zubringerflüssen und stärkt damit die Artenvielfalt der Donau. So ist Stromerzeugung aus Wasserkraft mit Umweltverträglichkeit vereinbar. Das Projekt LIFE Network Danube Plus verknüpft die Lebensräume entlang der Verbund-Donau-Kraftwerke Altenwart und Greifenstein. Zusammen mit unseren Partnern machen wir die Donau fischfreundlich und barrierefrei. Ich bin Hannes Einfalt, Projektleiter bei Verbund für den Fischaufstieg Altenwart. Hier entsteht der Fischaufstieg Altenwart. Es ist der längste in Niederösterreich, wenn er fertiggestellt ist. Dieser Bereich wird der zukünftige Nebenarm, der am Altarm vorbeiführt und die Donau mit dem Krems-Kamp-Gerinne verbindet, das weiter oben dann über ein Rampengerinne wieder in die Donau mündet. In dieser Version, wie es hier ist, mit dass es ein ökologischer Nebenarm wird, ist es eine freiwillige Leistung von Verbund. Man könnte das genauso gut mit einer technischen Anlage aus zig aneinandergereihten Betonbecken machen, die in Summe auch die 16,2 Meter Fallhöhe überwinden würden und den Fischen genauso gut die Umgehung ermöglichen würden. Allerdings hätten sie dann keinen neu geschaffenen Lebensraum, wo sie vor Wellenschlag der Schiffe geschützt sind. Hier wird ein flacherer Bereich sein, wo auch die Bevölkerung eine Zugangsmöglichkeit hat, dass nicht nur von der Ferne das Projekt bewundern kann, sondern auch aus der Nähe sehen wird, wie sich die Natur entwickelt. Und in 3 Jahren wird das wieder schön grün sein und keine Schotterwüste. Wie schön ein neu gebauter Fluss sein kann, sieht man auf der anderen Seite der Donau. Hier wurde vor 3 Jahren mit der neuen Traisen ein naturnaher Flussverlauf mit vielfältigen Uferbereichen geschaffen. Die ökologischen Erfolge verblüffen selbst Experten. Ich bin Martin Mühlbauer vom Büro Zauner, bin bei dem Projekt Fischwanderhilfe Altenwörth zuständig für die gewässerökologische Planung, Gerinneplanung und auch für die ökologische Baubegleitung. Ja, wir sind jetzt hier an der Traisen und wir sehen hier eigentlich sehr gut, wie wir uns das vorstellen können, wie die Fischwanderhilfe in 2-3 Jahren dann aussehen wird. Hier sind die Bauarbeiten ebenfalls erst vor 2-3 Jahren beendet worden und man sieht schon, die Ufer sind schon sehr schön eingewachsen. Man sieht hier großflächig die Weichholzaue, also die Weidenaue, die sich hier bereits etabliert hat. Also man könnte hier gar nicht mehr vermuten, dass da vor 2,5-3 Jahren noch das schwere Gerät gefahren ist. Und wir sehen auch, überall ist Leben im Wasser, an Land. Wir sehen die Frösche, wir sehen die Vögel, auch die Fische, von denen wir auch wissen über das Monitoring, das hier stattfindet, dass bereits eine sehr intensive Fischwanderung in diese neue Traisen hier stattgefunden hat. Und das sind natürlich sehr, sehr positive Ergebnisse, die wir uns natürlich auch für die Fischwanderhilfe in Altenwörth erwarten. Das macht sehr viel Spaß. Jetzt, wo endlich gebaut wird, auf der Baustelle sich bewegen zu dürfen, den Fortschritt mit eigenen Augen zu sehen, der von Woche zu Woche größer wird und sich ändert. Und allein dadurch, dass ich seit 2010 an diesem Projekt mitarbeite, das ursprünglich nur so ganz kleine Maßnahmen waren, punktuell, und jetzt ein großes Ganzes entsteht, macht das Riesenspaß. Ich würde sagen, die Fischwanderhilfe Altenwörth ist sozusagen auch von der ökologischen Funktion, die wir uns erwarten, und sagen, würde ich sagen, mein Meisterstück, was das betrifft. Also mich freut es natürlich ganz besonders, dass das auch jetzt wirklich in der Dimension und auch in der Machart jetzt umgesetzt werden kann. Und ja, freue mich schon ganz besonders, wenn dann wirklich einmal das erste Hochwasser drüber gegangen ist und man sieht, wie dynamisch das System ist und wie es von den Pflanzen und Tieren dann angenommen wird. Ja. Ich werde mit meinem Faltboot dann vom Einstieg bis zur Mündung die Fischwanderhilfe befahren.